Willkommen bei der Online-Lesung der Indie-Nominierten für den Seraph 2018. Mein Name ist Matthias Teut und ich freue mich, dass ich dabei bin. Ich bin nominiert für meinen zweiten Roman Eregor Geheime Wege. Es ist der zweite Band der Eregor-Trilogie und die spielt in der Welt, die ihr dort hinter mir an der Wand seht. Die Geschichte handelt von drei Protagonisten: Selana, eine Küchenmagd, Ataru, ein junger Heiler, und Pitu, ein Straßendieb. Die drei starten an ganz verschiedenen Stellen in der Welt, werden aus ihrem Leben gerissen und machen sich auf eine Reise, auf der sie sehr viel Magie kennenlernen, viele fantastische Geschöpfe treffen und so weiter. Und am Ende feststellen, dass sie Teil einer uralten Prophezeiung sind. In diesem High-Fantasy-Roman habe ich es so gemacht, dass ich aus den drei Perspektiven jeweils abwechselnd schreibe und ich lese euch heute ein Stück aus der Perspektive von Selana. Vielleicht vorab noch gesagt, das ist eine Stelle, in der Selana und Ataru gerade auf dem Weg sind, das erste Mal zur Stadt Eregor und die ist dort im Nebelsee. Eigentlich sollte der junge Magister Elder sie dorthin führen, damit sie durch den magischen Nebel kommen, aber durch einen Zwischenfall liegt er leider bewusstlos auf der Barke, sodass Taro und Selana irgendwie versuchen müssen, das alleine hinzubekommen. Aria, ihre Freundin, und Brandan, der Freund von Ataru, sind auch noch dabei, doch letztendlich weiß keiner, wie sie jetzt durch den Nebel kommen. An der Stelle steige ich ein. Machst du dir Sorgen? Ataru setzte sich zu ihr auf die Bank. Er flüsterte nur, doch sie konnte trotzdem die Wärme in seiner Stimme spüren, die ihr so vertraut vorkam. Du nicht? Sie schaute ihn aufmerksam an. Er strich sich eine feuchte Strähne aus dem Gesicht. Nein, Elder wird wieder erwachen, da bin ich sicher. Sein Herz ist stark, es schlägt gleichmäßig, auch sein Atem ist nicht mehr so flach. Er lächelte. Ein leichtes, aufrichtiges Lächeln. Aber wann wird er wieder aufwachen? Hast du eine Idee, wie lange wir schon durch den Nebel irren? Werden wir Eregor heute überhaupt noch erreichen? Die Zeit läuft uns davon. Hatten sie nicht sowieso schon eine ganze Nacht verloren? Wanda hatte gedrängt, sie sollten gleich aufbrechen. Sie schauten gleichzeitig in den Himmel. Das Licht der Sonne hatte keine Kraft gehabt, den Nebel aufzulösen. Nur ein diffuses Leuchten drang zu ihnen hindurch. Ich denke, es wird schon Mittag sein, schätzte Ataru. Selana hatte nicht die geringste Ahnung, woher er das wissen wollte. Jetzt, wo der Magister über den Berg ist, sollten wir vielleicht etwas wagen. Er ergriff ihre Hand. Deine Hände sind so warm, die kannst du mir für den Rest der Fahrt borgen, sie lächelte. Ich bin der Feuer-Sheltar, stellte er knapp fest. Ich nur die Sheltar der Luft, kein Wunder, dass mir kalt ist. Ataru grinste. Darum geht es. Ich denke, wir sollten unsere Magie einsetzen. Gemeinsam. Selana setzte sich auf. Elder hat uns eingeschärft, in Tykla unsere Magie nicht einzusetzen, beendete Ataru den Satz. Aber wir sind nicht mehr in Tykla. Und wir müssen die Elben auf uns aufmerksam machen, damit sie uns aus diesem Nebel holen. Ich weiß nicht, wann Elder erwachen wird, aber ich weiß, dass ich nicht die elbischen Worte kenne, die uns nach Eregor bringen werden. Selana überlegte. Es stimmte, sie hatten die Stadt lange hinter sich gelassen. Trotzdem hätte sie lieber eine andere Lösung gefunden. Aber welche Alternativen gab es? Ataru hatte recht. Es war ein Versuch wert. In Ordnung. Ich bin dabei. Was wollen wir versuchen? Ich habe schon eine ganze Weile darüber nachgedacht. Wir sollten unsere Magie in direkter Folge einsetzen. Du könntest versuchen, über uns eine Lücke in den Nebel zu reißen. Ich würde dann eine Feuerkugel aufsteigen lassen. Über den Nebelschwaden müssten die Elben sie entdecken, oder? Aber auch jeder andere, oder? Schaltete sich Arya ein. Nur werden so viele andere gar nicht in der Nähe sein, antwortete Selana mit fester Stimme und wunderte sich, woher sie diese Gewissheit nahm. Ohne Einwände abzuwarten, erhob sie sich und suchte einen festen Stand. Das Wasser des Sees war ruhig, die Barke schwankte kaum. Schnell hatte Selana ihren Schwerpunkt gefunden und hob die Arme.
Sie sah noch einmal zu Ataro, der sich aufrecht hingesetzt hatte und seine Handflächen zu einer Schale verschränkte. Er nickte ihr zu. Selana suchte nach ihrer Kraftquelle, und ihr Innerstes rührte sich. Ein Bild kam ihr in den Sinn, die Knospe einer Bauernrose, die von Tag zu Tag wuchs, eine geheimnisvolle Kugel, erst grün, dann an Farbe gewinnend und schließlich das Geheimnis preisgebend, eine innere Schönheit, die sich machtvoll nach außen entfaltete. Der Kraftstrom barst aus der Knospe ihrer Macht. Pure Energie strömte aus ihrem Innersten. Sie bahnte sich den Weg in ihre Arme und schoss durch die Finger gen Himmel. Eine Entladung, stark wie ein Sturm, fegte die Nebelschwaden zur Seite. Und um sie herum rieselten die verdichteten Wassertröpfchen als Regen herab. Sie hielt den Strom ihrer Macht aufrecht, sah, wie er immer höher in den Himmel schoss. Schon wurde es heller, und die Sonne schien kurz davor, in diesen feuchten Tunnel einzudringen, um ihn gänzlich aufzureißen. Doch dann ging es nicht weiter. Der Energiestrom floss stetig, gelangte aber nicht mehr höher. Selana merkte, dass ihre Beine schwach wurden. Viel länger könnte sie ihre Magie nicht aufrechterhalten. Gerade als sie den Zauber beenden musste, damit nicht alle Kraft aus ihr hinausflösse, stieg eine Kugel feuriger Flammen neben ihr auf. Ataro hatte einen Feuerball geformt, klein nur, aber loderte so hell, als wollte er selbst zur Sonne werden. Immer höher stieg er in den Tunnel, den Selanas Magie gebahnt hatte. Und ob sie die Elben auf sich aufmerksam machen können? Das könnt ihr lesen in dem Roman Eregor Geheime Wege, nachdem ihr am besten Eregor Geheime Mächte gelesen habt. Noch viel Spaß bei der Lesung!